Liebe Zuschauer, liebe Freunde der Werteunion, neben mir steht jetzt Christoph Wald. Christoph Wald, welches sind deine Funktionen innerhalb der Werteunion? Ich bin Beisitzer im Bundesvorstand und auch Beisitzer im Landesverband Nordrhein-Westfalen und für die Social Media Kacheln zuständig, zusammen mit Markus Mittwoch. Merz hatte dazu aufgerufen, nach der Wahl von Dr. Maaßen zum Bundesvorsitzenden, dass die CDU-Mitglieder aus der Werteunion austreten sollen. Ja, wie ist es dir seitdem ergangen als Mitglied der Werteunion? Ich muss sagen, durchaus positiv. Also in meinem Ortsverband Hövelhof, dem ich bis vor kurzem noch Mitglied war, ich bin jetzt nach Bielefeld umgezogen, deswegen muss ich den Ortsverband wechseln, war man durchaus interessiert daran, was ich in der Werteunion machte und mache. Auch der entsprechende Ortsunionsvorsitzende er fragte das natürlich hinter vorgehaltener Hand. Öffentlich durfte er sich dazu nicht positionieren. Er sagte auch, dass er durchaus unsere Position unterstützt. Also das fand ich sehr überraschend. Und auch in diesem Ortsverband ist die CDU eigentlich noch so, wie ich sie kennengelernt hatte, als ich eingetreten bin. Also wirklich noch rechts und konservativ, was ab der Kreisebene dann nicht mehr der Fall ist. Wie ist deine Einschätzung insgesamt? Wie viele CDU-Mitglieder sind ja heimliche, sagen wir mal, Fans der Werteunion und trauen sich nur nicht, das zuzugeben, das zu sagen, dazu zu stehen in der Öffentlichkeit, aber sind eigentlich in ihrem Innern eurer Meinung? Ich würde sagen, 70% können wir wirklich ohne zu lügen sagen. Und wie kommt das, dass die sich so verstecken? Angst vor dem Bundesvorstand. Ich sag mal, es werden ja mittlerweile schon Repressalien angedroht. Wir sehen ja, was mit unserem Bundesvorsitzenden da passiert. Und das macht den Leuten Angst. Es ist hauptsächlich Angst. Geht es da auch ums Geld? Könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja, klar. Also gewisse Leute haben Posten inne, bei denen es halt auch Geld gibt. Und die möchten ihre Posten natürlich behalten, möchten an den Fleischtöpfen sitzen bleiben. Und darum schweigen sie. Also ich sehe das zum Beispiel auch bei einem Carsten Linnemann, der mir eigentlich auch sehr positiv zugetan ist. Also ich kenne ihn, seitdem wir in der Jungen Union waren. Wir haben damals zusammen mit Gerd Wächter noch Plakate geklebt. Und dass er sich so bedeckt hält und sich nicht mal aus der Deckung wagt, finde ich sehr schade. Ja, was kann die Werteunion denn dagegen tun? Gute Frage. Weiterhin offensiv bleiben, aber trotzdem, wie unsere Landesvorsitzende Simone Baum sagte, immer die Hand ausstrecken, Gespräche anbieten. Wir tun es laufend. Wie ist denn deine Position zur AfD? Wie ist meine Position? Also ich unterhalte durchaus Kontakte zu Mitgliedern der AfD, unterhalte mich mit ihnen, tausche mich mit ihnen aus und die nehmen dieses Gesprächsangebot auch sehr dankend an, muss ich sagen. Und ich frage mich auch, warum nicht? Also wir haben sehr viele Schnittmengen, warum sollte man sich nicht miteinander unterhalten? Also diese Kontaktschuld sehe ich da nicht. Wie kannst du dir denn erklären, dass ein Elmar Bruck ja die Werteunion als Krebsgeschwür bezeichnet? Mit dem guten Mann werde ich jetzt in Zukunft sehr wahrscheinlich zu tun bekommen, weil mein neuer Ortsverband sehr wahrscheinlich Hepen in Bielefeld sein wird, wo er in den Vorstand kooptiert ist. Ja, wie kommt jemand dazu, so etwas zu sagen? Also ich kann es nicht nachvollziehen, weil wir wollen ja die CDU nicht kaputt machen. Wir möchten sie ja eigentlich gesund machen. Also von daher ist der Begriff Krebsgeschwür eigentlich total falsch gewählt. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Gerne. Okay.